Leute, weiter geht's bei Pokémon Sinners. So, wir entsperren den Aufzug. Nachdem wir im letzten Part zwei ziemlich coole Rätsel von Mr. Prince gelöst haben. Und nun? Das zweite Stockwerk wäre dann wohl auch erledigt. Tja, und das Endergebnis liegt mir auch schon vor. Was für ein Ergebnis? Dass wir jetzt in Stockwerk Nummer 3 hochfahren, oder wie? Nehme ich stark an? Ja, nein, vielleicht? Noch so hell. Ich mach dir also Probleme? Na und? Lass mich einfach in Ruhe. Pff, scheiß drauf. Es war dort eh immer langweilig. Nicht mir doch egal. Mich kümmert's nicht. Ich mach mein eigenes Ding. Was sind das für Schnipsel aus der Vergangenheit von dem Typen? Was fiel da alles vor? Das hier ist übrigens das letzte Stockwerk. Hier warten noch zwei Räume auf dich. Und nur so als Info, ich bin hier auch zu finden. Okay, du bist hier auch zu finden. Gut, dann speichern wir mal und ich find's gerade ziemlich schade, dass hier bald das Ende ist scheinbar. Was ist hier? Ah, wieder der Brief. Lesen wir. Lesen, sagte ich. Tagebuch eines Insassen, Teil 3. Ich habe endlich verstanden. Verstanden, was ich tun muss, um hier lebendig rauszukommen. Es war die ganze Zeit sein Ziel. Warum bin ich nicht schon früher draufgekommen? Ich werde hier lebend rauskommen. Ich hoffe. Er möchte... Der Rest der Seite wurde abgerissen, was? Ach, nur zu deiner Info. Ich hab die Seite abgerissen. Ich sagte doch, ich mach's dir nicht so einfach. Fuck! Na schön, dann nicht. Und ja, ich habe es bisher geschafft, das Spiel nicht mit einer bekannten Filmerei zu vergleichen, ja? Wollte ich nur mal sagen. Okay, versuchen wir uns in Raum Nummer 7. Nur wer das Licht bewegen lernt, kann die Wahrheit zutage bringen. Vielleicht holen dich sogar die Schatten deiner Vergangenheit ein. Wow, was für ein riesiger Tipp. Was ist das hier? Was? Ich habe irgendwas eingeschaltet. Was? A, J, I... Das ist ein V und das ist ein E. Oder? Ah ne, das ist kein J, das ist ein L. Ach so, ich habe verstanden. Moment. Was? Ah ne, die Buchstaben sind bereits richtig, aber ich muss das A irgendwie um 90 Grad drehen und das V um 90 Grad. Mit anderen Worten, gelb und rot muss ich drehen. Ja. Ach so, so vielleicht. Nee. Hä? Oh, was? Oh mein Gott! Ja? Fuck. Das V und das E muss... Nein, ich mach alles kaputt! Oh mein Gott! Oh nein! Jetzt ist E richtig. Jetzt aber das A nicht mehr. Oh nein! Das ist ein Rumprobieren, Leute. Sowas kann ich nicht. Oh mein Gott, nur noch das V! Das war jetzt wirklich nur rumprobieren, Leute. War aber auch eine wirklich geile Idee. Und immerhin haben wir jetzt noch ein paar Pokémon gesehen neben Evoli. Fantastisch! In der Wand hat sich ein Geheimfach geöffnet. Möchtest du hineingreifen? Ja. Was zum... Was war das? Fragezeichenschlüssel erhalten. Wurde alles ausgeschaltet. Dort am Ende scheint doch ein kleiner Lichtblick zu sein. Oder? Ja, die Tür leuchtet. Dann wisst ihr, was auch leuchtet? Hier, der Computer. So. Man weiß ja nie. So. Wo bist du? Typ hinter der Stimme, wo bist du? Ein leerer Raum.
Da ist er ja, mein heiß ersehnter Gast. Da vorne hinter der Tür, da sitz ich. Aber du wirst da nicht reinkommen. Und jetzt habe ich dich endlich da, wo ich dich haben wollte. Und wie war die Reise so bisher für dich? Ich denk mal, nicht gerade angenehm. Das ging bisher ebenso. Ich sammle gern Leute ein, die ihr ganzes Leben lang falsche Entscheidungen getroffen haben. Und reflektiere diese Entscheidungen in den Räumen, die ich für sie vorbereite. So wie bei dir. Reden wir doch mal über deine ganzen Entscheidungen. Fangen wir bei Raum 1 an. Die Familie, die an dem Selbstmord von dem Jungen zerbrochen ist. Vielleicht erinnerst du dich noch an den Jungen. Ein Mobbingopfer, der diesen ganzen Druck nicht mehr ausgehalten hat. Er wurde von vielen Mitschülern gemobbt. Du bist ganz sicherlich nicht allein dran schuld. Trotzdem warst du ein Teil des Ganzen. Leute! Interessanterweise hast du dir aber die Statue von der weinenden Mutter nochmal angeschaut. So, als hättest du nochmal über die ganze Sache nachgedacht. Aber für den Jungen ist es zu spät. Das stimmt, das habe ich! Reden wir über Raum 2. Hat echt ewig gedauert, diesen Schießstand aufzubauen. Und es hat ewig gedauert, bis er einwandfrei funktionierte. Falls du dich fragst, ob du ein echtes Evoli erschossen hast... Ja. Nein! Aber dieses Evoli war schon sehr krank. Deswegen war es besser, man hat es von seinem Leiden erlöst. Gabo, du weißt, worauf ich anspielen wollte in diesem Raum. Du hast eine Menge Pokémon gequält. Und das aus reiner Langeweile. Sowas darf man einfach nicht tolerieren. Jedenfalls hast du bei Evoli genau diese Verhaltensweise fortgesetzt. Ich hätte schwören können, es hat dir sogar Spaß gemacht, aus diesem toten Evoli den Schlüssel rauszufummeln. Ekelhaft. Was bin ich denn für ein Drecksack? Raum 3 war ja offensichtlich. Du hattest damals mit deinem Freund Stein auf die Autobahn geworfen. Ihr habt einen Truckfahrer erwischt, der daraufhin einen schlimmen Unfall hatte. Dieser arme Teufel befindet sich immer noch in der Reha. Bis heute weiß er nicht, wann er wieder laufen kann. Deswegen sagte ich ja, das Ziel ist der Anfang zu etwas Neuem. Und hat dich diese Puppe interessiert, die aus dem kleinen Spielzeugauto geflogen ist? Nein. Genauso wie bei diesem Truckfahrer damals. Du und dein Freund seid damals wie Feiglinge weggerannt. Alter, ich hab grad Gänsehaut. Wie steht's denn mit Raum 4? Mit dem Bild habe ich mir viel Mühe gegeben, dich und deine Mutter auf einem perfekten Augenblick festzuhalten. In den letzten Jahren hast du deiner Mutter immer wieder Probleme bereitet. Du hörst nie auf sie, du verletzt sie. Obwohl sie dir immer hilft und dich bei deinen Träumen unterstützen will. So eine Mutter hast du eigentlich gar nicht verdient. Dankbarkeit war dir bisher immer ein Fremdwort. Und trotzdem scheinst du sie in diesem Augenblick vermisst zu haben. Wie kommt das denn, ha? Vielleicht ist dir deine Mutter doch nicht so egal. Tja, naja, gehen wir mal zu deiner Schulzeit über. Du weißt genau, worauf ich anspiele. Das Feuer, das du in deinem eigenen Klassensaal gelegt hast. Du kannst verdammt froh sein, dass keiner herausgefunden hat, dass du es warst. Sonst hätte deine Mutter noch mehr Ärger am Hals. Nichtsdestotrotz, auch wenn die Schule scheiße ist, stell dir mal vor, jemand wäre ums Leben gekommen, in diesem Feuer. Dann wäre der Sachschaden das kleinere Übel gewesen. Tja, als ich die Mülltonne plötzlich entzündete, kann ich mir schon vorstellen, dass du drüber nachgedacht hast. Und über die Folgen. Und schließlich war da noch Raum 6. Bin mir gar nicht sicher, ob du diesen Raum verstanden hast. Dieser sollte dir lediglich aufzeigen, dass du dich für deine Umwelt nie interessiert hast. Du hilfst anderen Menschen nicht, du bedankst dich nie. Alles ist dir egal. Hauptsache, dir geht es gut. Du läufst einfach so egoistisch durchs Leben. Und obwohl du wusstest, dass in Raum 6 nur zwei Puppen sitzen, hast du dir den alten Mann nochmals genauer angeschaut. Wieso nur? Bist du dir deiner Umgebung doch bewusst? Nun, mein Fazit zu dem Ganzen... Ich glaube, es gibt noch Hoffnung. Scheinbar hast du dir wirklich Gedanken gemacht, was du alles falsch gemacht hast in deinem Leben. Du hast vielen Menschen, aber auch Pokémon geschadet. Nichtsdestotrotz verdient jeder Mensch eine zweite Chance, oder? Du hast wirklich Potenzial gehabt. Glückwunsch. Nicht jeder, der hier war, hatte dieses Glück.
Hier, das ist der Ausgang. Du kannst verschwinden. Respektiere Menschen, Pokémon, und es wird dir gut gehen. Wenn nicht, dann komme ich wieder. Ich empfehle dir, einfach auf eine lange Reise zu gehen, deine Träume zu verwirklichen. Ach ja, und vergiss deine Sachen nicht. Die findest du in dem Raum dahinter. Tja, dann mach's gut. Also da hab ich Gänsehaut. Leute, hätte es, oder beziehungsweise Mr. Prinz, hätte es hier mehrere Endings gegeben? Ich sehe schon, ich muss das Spiel gleich nochmal durchspielen. Ich meine, hätte ich mir jetzt vielleicht die ganzen Dinge nicht nochmal angesehen, dann hätte sich der Charakter vielleicht keine Gedanken darüber gemacht, dass er alles verbrochen hätte, und dann wäre vielleicht ein schlechtes Ending gekommen. Könnte sein. Moment, kann ich zurückgehen? Fuck. Ich weiß nicht, ob ich da reingehen soll. Okay, ich kann nicht. Oh, gut. Gehen wir hier raus. Was sind das für Sachen? Sachen zurück. Ah, mein Cappy und so weiter. Ach so. Und? Weg! Wir waren die ganze Zeit dieser verdammte Ash. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ist das wirklich alles passiert in diesem Spiel? Das war mir bisher irgendwie noch gar nicht so richtig bewusst. Oder sind wir Gary? Was jetzt? Das war's scheinbar. Oh mein Gott, tiefgründige Scheiße hier! Präsentiert von RPG Stars, entwickelt von Mr. Prince. Ja, die Links werdet ihr immer unterhalb des Videos in der Beschreibung finden. Beta-Tester, Chirigo und Celery. Oh, ich muss mich erstmal strecken hier. Wow, das Spiel ist... Ich will jetzt nicht sagen kurz. Nein, es geht. Das passt eigentlich gut. Und die Rätsel waren ziemlich genial teilweise. Das mit dem Auto, da habe ich mich einfach nur dumm angestellt. Aber das hat mir jetzt, glaube ich, am wenigsten gefallen. Aber der Rest war halt ziemlich fantastisch. Und da war einiges an Idee dahinter. Mr. Prince, hast du dir echt Gedanken gemacht. Gefällt mir wirklich gut. Was ich jetzt aber noch testen möchte, ich werde das Spiel nochmal durchspielen und mir am besten überhaupt nichts ansehen, von wegen die weinende Mutterstatue oder der Mann, der den Kopf verlor, das Feuer nicht. Und unter Umständen werden wir dann noch ein schlechtes Ending zu sehen kriegen. Ich weiß es nicht, aber es könnte sein. Falls dem so ist, werde ich hier noch ein Part dranhängen, einen kurzen. Falls nicht, dann war's das mit Pokémon Sinners, wie ihr sehen könnt. Einem fantastischen Spiel von Mr. Prinz. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zu meinem nächsten Projekt. Macht's gut oder besser. Tschüss! Keine Sorge, ich werde dich auch weiterhin beobachten.